Ich habe mir Cookie Dough Milchshake bestellt. Ich probiere jetzt auf jeden Fall mal. Willkommen zu einem weiteren Video. Ihr seht es vielleicht, ich bin mal wieder in einem Hotelzimmer. Und zwar diesmal nicht nur in einem Zimmer, sondern in einem richtig coolen Hotelzimmer. Normalerweise sind wir irgendwie in Motel One oder so, aber gebt euch mal dieses Hotelzimmer. Also erstens ist es voll groß. Wir haben einfach so ein Sofa. Okay, das ist kein Sofa, wie nennt man sowas? Sessel. Voll das große Bett, voll den geilen Ausblick. Übrigens über Düsseldorf. Ich habe euch noch gar nicht gesagt, wo wir sind. Ich bin zusammen mit meinem Dad in Düsseldorf, weil wir auf die Webvideopreis Creator Party eingeladen sind. Rest in Peace, Webvideopreis an der Stelle. Ja, Leute, der Webvideopreis hat ja dieses Jahr leider nicht wirklich als Gala stattgefunden, was ich persönlich sehr, sehr schade finde. Ich war ja letztes Mal zum ersten Mal überhaupt da und das war wirklich ein mega geiles Erlebnis und ich würde sofort wieder hingehen. Aber diesmal gab es eben keine Gala, sondern nur eine Aftershow-Party. Ohne Show davor. What? Deswegen sind wir hier. Eigentlich bin ich aber jetzt für eine Woche oder so in München gewesen. Denn your boy wird ein Schauspieler im Fernsehen. What the fuck? Ich habe es ja schon so ein paar Mal ein bisschen angekündigt, aber ich habe tatsächlich eine Rolle in einer Fernsehserie. In einer neuen Fernsehserie, die man so auch noch nicht kennt. Deswegen kann ich euch da auch nicht so viel drüber erzählen. Ich habe versucht, da zu vloggen, aber wer mich ein bisschen kennt, der weiß, dass ich sehr zurückhaltend bin. Deswegen habe ich mich nicht so richtig getraut. Bester Vlogger EU West. Wir sind jetzt für einen Tag hier nach Düsseldorf gekommen, weil hier eben diese Party ist. Oh, wer ruft mich da an? Ha, ich wollte gerade drüber erzählen. Strobo ruft mich an. Na? Na? Wie geht's? Bist du schon da? Ich bin in der Lobby, ja. Chillig! Bis gleich. Perfekt, bis gleich, tschüss. Wenn man von Teufel spricht, ja, moin! Ich war der leer. Leute, ein weiterer Vlog. Und schon wieder ist Ben dabei. Alter, gruseligste Story gerade. Ich steige in diesen Aufzug, ja. Drück da so drauf, passiert erstmal nichts. Ich drücke auf Tür zu, die Tür geht so zu, halb, geht wieder auf, geht wieder zu. Und dann bin ich ausgestiegen, weil ich dachte, der bleibt stecken. Du warst daneben, ne? Deswegen war ich so lange auf 8, ich bin da nicht so, hä? Der Ben kommt ja aus Düsseldorf, wenn ihr den Ben immer noch nicht kennt, der war jetzt mittlerweile aber auch echt schon in ein paar Vlogs. Der war mal bei mir im Nerf-Team und irgendwie haben wir uns richtig oft danach irgendwie zufällig wiedergesehen. Mal Mallorca. Mallorca, Berlin. Berlin, Köln, Frankfurt. Was? Auf jeden Fall, wir haben uns echt schon ein paar Mal gesehen und ich habe noch ein paar Minütchen bis zu der Webvideopreisparty. Deswegen dachte ich, kommt der Ben mal vorbei und wir gehen zusammen in die Stadt, gehen ein bisschen was futtern und ja, keine Ahnung, was wir eigentlich noch machen wollen. Leute, das Food wurde sich gegönnt. Wir sind hier bei Frittenwerk, Hashtag No Placement, aber die machen einfach überkrank geile so Pommes. Ben hat sich auch übel gegönnt. Jetzt wird erstmal hart gefressen. Eine Ewigkeit später. So, wir sind fertig mit Essen. Das war wirklich sehr lecker. Das war sogar so lecker, dass der Ben sich erstmal 2 Portionen gegönnt hat. Ich habe mir extra den Hunger ein bisschen aufbewahrt, denn mein Akku ist schon wieder leer. Ja, moin. Wir gehen jetzt zu einem Milchshake-Laden und ich war da einmal und oh mein Gott, diese Milchshakes sind nicht von dieser Erde. So groß, da ist so viel drin. Da gibt es halt richtig krasse Milchshakes mit Nutella und mit Oreo und mega krassen Scheiß. Und ich dachte, vielleicht kann ich das ja mal im Vlog zeigen. Deswegen laufen wir da jetzt erstmal hin. Ich hätte gern einmal den Cookie Dough Milchshake. Okay. 12 Sekunden später. Ich habe mir Cookie Dough Milchshake bestellt. Hier oben ist erstmal eine fette Portion Cookie Dough drauf. Da ist einfach alles drauf. Da ist sogar so ein Keks drauf. Ich probiere den jetzt auf jeden Fall mal. Das ist so klar, dass du das machst. Junge, das ist so. Übergeil. Ja, es fällt. Ach, es fällt erst so. Das war ein fetter Milchshake. Boah, also ich glaube heute Abend auf der Videopreisparty, so die Free Snacks und so, muss ich diesmal leider verzichten drauf. Du bist mir einfach zu groß. Es ist einfach doof. Deine Mutter hat es. Ich bin nicht klein, ich bin fast 1,80. Fast? Du bist 1,74? Nein! 1,79. Doch! Nein, das glaubst du aber nur selber. Natürlich bin ich 1,79. Der Opa ist 1,74. Das war doch der Witz. Nein, ich bin 1,79. Doch, wir haben es doch sogar mal nachgemessen. Nein, ich bin 1,79. Hallo, ich war doch kürzlich beim Arzt. Ich kann sein, dass ich 1,78,5 bin, aber ich bin... Mein Pass steht wahrscheinlich als 79. Wer von uns ist cooler? Ah, du siehst scheiße aus, du passt nicht ins Bild.
Puh. Wie ihr vielleicht erkennen könnt, ich bin schon wieder im nächsten Hotelzimmer. Ich bin schon wieder in München, denn morgen geht's weiter mit der Serie. Morgen ist sogar mein vorletzter Drehtag. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ja, die Webvideopreisparty. Die Webvideopreisparty war ziemlich nice. Also es war am Anfang so ein bisschen awkward, weil irgendwie, keine Ahnung, es war so super eng, super heiß. Und irgendwie waren richtig wenig Leute da, aber die kamen dann mit der Zeit. Und am Ende war es wirklich richtig cool. Also ich habe noch mit Simon Will richtig viel geredet. Mit den Jungs von den Lochis habe ich richtig viel geredet. Ich habe neue Leute kennengelernt und es war super, super schön. Und ich merke einfach immer wieder bei solchen Events, ich liebe einfach diese YouTuber-Umgebung und ich finde es einfach mega geil und ich möchte eigentlich auch nichts anderes machen. Und immer wenn ich mit so Leuten wie Simon unterwegs bin, dann kriege ich einfach richtig neue Inspirationen und richtig neue Ideen und es ist so geil. Und schaut, wer überraschenderweise auch da ist. Sie hat ein Wasser bestellt. Ja! So Leute, jetzt ist der Papa nochmal ganz zum Ende auch gekommen. Denn, alter Vater, ich hab's ja, alter Vater. Ich wollte zum Schluss noch was sagen, denn ich habe ja schon mal in einem Video angekündigt, dass der Papa einen Song macht. Und jetzt ist es tatsächlich soweit. Papa, wann kommt dein Song auf meinem YouTube-Kanal mit Musikvideo online? Am Freitag, den 7. Dezember. Ja, Mann! Mein YouTuber-Diss-Track. Ja, Mann. Auf Oscars Kanal. Oh yeah. Go home to Mommy! Go home to my chair! I wanna kick him in the balls and tell him where you're from because you rap like fuckin' to the fuckin' your bitch, I fuckin' take him. Der Papa macht einen YouTuber-Diss-Track. Er ist nicht wie jeder andere YouTuber-Diss-Track, aber er kommt diesen Freitag um 16 Uhr online, deswegen stellt euch einen Wecker und hört ihn euch an. Ich bin mal ein bisschen gespannt auf eure Reaktion, weil keine Ahnung, so man hat jetzt noch nie so oft ein Video oder einen Song von einem Vater gehört. Aber ja, also ich bin mal gespannt auf eure Reaktion. Ich finde, er ist mega nice geworden. Wir haben auch ein ganz cooles Musikvideo dazu gebastelt. Das war so ein bisschen on the go. Wir haben das so halb in München gedreht. Mhm. Und Leute, das wird nicht der einzige Song diesen Monat gewesen sein, denn von mir kommt auch noch einer. Und der wird auch ein richtiger Banger. Ja, mal hier ein bisschen. Na? Klein, ganz bisschen, komm schon. Santa Claudia! Oh shit! Leute, es wird ein Banger. Ganz eventuell drehen wir sogar ein Musikvideo mit einem Tesla, aber mehr Spoiler möchte ich an der Stelle nicht geben. Leute, das war ein richtiger Oldschool-Vlog. Ich habe sogar hier mit meinem alten Rig wieder gedreht. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch dieser Oldschool-Vlog gefallen hat. Wie gesagt, Leute, Freitag 16 Uhr. Ich glaube, wir schreiben ein bisschen Geschichte. Zumindest in Deutschland hat, glaube ich, noch nie ein YouTube-Vater einen Diss-Track gebracht. Freitag 16 Uhr, schreibt es euch in den Kalender. Wir sehen uns in einem weiteren Video wieder. Bis dahin rein. Ciao und tschüss.